Hallo und wieder herzlich willkommen zurück bei The Division mit dem zappeligen Onkel. Hallihallo, Hallöchen. Und dem stummen Revano. Hallo. Was ist denn, was er Nee, ich bin nicht mehr stumm. Ja, guck, du standest vor uns hier unten und hättest bloß hier die Leiter hochgemusst, lieber Crazy. Ja, da war ich am Rumballern. War das hier? Aber nee. Er hört ja, er wollte ja doch lieber die Welt erkunden, Onkel. Er wollte die Welt erkunden. Ist doch egal. Die Map erkunden. Er wollte eine Runde laufen. Dafür habe ich aber EP geholt, von daher. Eben. Das ist schon mal wichtig. Oh, schnell reagieren, weil da wird er schaffen. Da sind die nächsten Brüder. Okay. Granate! Hirbelmann! Wow, Alter. Sau, wie viel Luft die hat. Den habe ich nicht richtig. Jetzt voll weg. Oh, Hirbelmann! Ja, kein Problem. Ich habe mit meinen 20 Schuss. Gut. Muss ich ihn mitnehmen. Blut ist auf jeden Fall gut. Der hat sich gerade selber gesprengt. Ja. Ach, hier oben. Da oben am Auto. Und schießt hier auf mich. Ach hier. LKW-Man. LKW-Man. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder? Also die Waffe von vor uns, die ich vor uns noch im Inventar habe, habe ich apropos weggeschmissen, weil die doch nicht so gut war. Jetzt habe ich hier eine. Oh, geil. Eine T821. Mhm. Aha. Tschüss. T821. Das war's. Das sind alle tot, ne? Eine Uzi. Uzi ist cool. Nee. Ich glaube hier eher nicht so toll. Was macht denn der Onkel da hinten? Ich hab grad. Uzi am Basteln. Wir sind gerade am Ausrüstung gucken, was wir gekriegt haben. Jawohl! Weil jetzt gab's ja Loot. Und ich dachte, es gäbe kein gab Loot. Mehr. Oh, ein schickes Jeanshemd habe ich bekommen. Hi, chickas Jeans. Hemd und chickas Jeans. Ich hab 5. Ich zieh mal eine andere Jacke an. Was, 5 schicke Jeanshemden? Nee, 5 neue Akte und Sachen. Akte? Also, es muss an deinem Laptop liegen, Silvano. Wieso? Weil du selbst sitzt beim guten. Du sitzt an einer guten Leitung dran und bei dir, du leckst trotzdem. Achso, ja, dann kannst du, ja, der Laptop ist halt alt, ne? 2 Jahre, das ist dann schon alt. Du willst nicht wissen, wie alt mein PC ist. Also meine Hardware. Ja, aber du hast wahrscheinlich neue Sachen reingebastelt, oder? Einzelne Hardware-Teile, oder? Nein. Okay. Das hättest du jetzt wohl gerne. Hätte ich gerne, ja. Ich habe einen Prozessor, weiß ich nicht, wie alt ist der? 4, 5 Jahre? Okay. Ja, du kannst aber PC mit dem Laptop nicht vergleichen. Richtig. Ich hab ein i7! Ja. Alter, i7. Aber das hat doch nichts mit denen zu tun. Wahrscheinlich ist dein Netzwerk ja, total im Arsch. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht. Hat jetzt nichts mit deinem Prozessor oder sonst was zu tun. Ja, mit der Netzwerkkarte. Ach, das hab ich schon gesehen hier. Das wird wahrscheinlich sein, dass die Netzwerkkarte vielleicht nicht so viel mitmacht, wie sie vielleicht mitmachen sollte. Das kann sein, ja. Ich werde auf einen neuen Laptop mal PC sparen. Ich glaube, da habe ich mehr von PC als von Laptop. Behaupte ich jetzt mal so. Ja, von PC hast du definitiv mehr als von Laptop. Den kannst du nachrüsten. Okay, so eine Mission. Moment kurz, bitte, ihr beiden. Ich muss ganz kurz. Ich sehe gerade die roten Punkte. Ich muss gerade kurz ein paar Sachen verkaufen, verschrotten, meine ich. Ja, die Gegner kommen schon. Nee, die sind noch. Die haben uns noch nicht. Der eine ist gerade runtergehopst. Okay, ja, nein. Nee, der hat bloß so sinnlos rumgeschossen. Okay. Gleich soweit. Ja, was ist denn jetzt? Was machst du denn? Jetzt machst du jetzt hier noch. Tust du jetzt den runterholen oder was? Warte kurz. Fertig. Ah, wundervoll. Nee, ich hab Sachen verkauft. Oh, Quatsch jetzt, komm. Nein, nicht verkauft, verschrottet meine ich. Okay, ich bin ready. Gut, hab schon ein Visier. Komm. Granate. Boah, die sind jetzt zerplatzt förmlich. Ja, das war aber meine Handgranate mit dem Spiel. Deine Handgranate. Na, ich habe mir nämlich überlegt, eine Handgranate klappt bei der Stelle vielleicht noch ein bisschen besser bei der Überraschung. Sauerei. Da ist einer geflogen. Da oben ist wieder. Oh, der springt Big jetzt Boss. Feuer, Alter. Das sind ja voll die coolen Soldaten. Feindliches HQ neutral.
neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. Die Feindbasis angreifen. 60 Sicherheitsflügel. Oh, Punkte bekommen. Schicke Militärsmütze. Braucht ich so. Schicke Militärmütze. Hier hinten ist eine Lootkiste. Militärmütze. Hier hinten ist eine Lootkiste. Wollte ich nur mal erwähnen. In der Ecke, wo ich stehe. Ist aber schlechter als die, die ich benutze. Ja, ich habe nur eine Schrot gekriegt. Also Schrott. Ich glaube, war eine Schrot. Ich habe einen Tofen. Okay. 300 Punkte Sicherheitsflügel habe ich. Nachschub. Scheiß. Korrekte Kacke, da können wir schon bald wieder was ausbauen. Yippie-yay-yay. Holovisier. Kurzer Griff. Du kannst hier sonst wohin stecken. Oh, da kommen unsere Verbündeten. Okay, ich schau mal auf die Karte. Ja. Ich weiß, was ich mache, wenn ich sage immer, wenn ich so eine Mission. Welche? Pass auf, ich nehme jetzt hier den Nebeneinsatz ein und dann wirst du gleich wieder einen Text hören. Jetzt. Okay. Daten gescannt. Lade Dateien. Wow. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Mhm. Okay. Bin schon eben gewundert, weil er hat gesagt, Daten gescannt. Wow, das ist krass, ne? wenn wir die Medizinflügel-Mission machen, kriegen wir 500 dazu. Da können wir auf jeden Fall hinterher schon mal wieder was ausbauen. Also ist schon geil. Sag mal, was und machst du? Hörst du überhaupt zu, was die sagen? Und was geht's denn? Natürlich. Ich hab zugehört. Ja, wir sollen die vermissten Personen rausholen. Ah, schön. Die Schwester von Faye. Ja, aber ich kann das doch nicht jetzt hier alles eins zu eins. Natürlich, wenn du dich dafür mal interessieren würdest, dann hätte ich mal irgendwas. Hab ich doch gehört, aber ich habe trotzdem weitergeguckt. Ich habe also gesehen hier, dass wir Punkte kriegen und so. Ja, ja. Ich finde das voll cool. Und 300 Sicherheitspunkte haben wir. Müssten wir alle zusammen jetzt 300 haben. Da könnten wir auch schon wieder was ausbauen. Ja, das war ein Ausrufezeichen. Also können wir da ausbauen. Genau. Genau das wollte ich sagen. Spinnst du? Hast du gesehen, was die machen? Ja, wir retten euch. Ja, wir müssten eine vermisste Person suchen irgendwie, ne? Die Schwester von Faye Lau. Ach, ist das nicht das von der Beta? Heather Lau. Ja, diese Bonusmission, die da noch extra kam. Ach, zweiten Beta. Echo-Ding-Gedöns da. Alles klar. Ach, hier haben wir was, Echo. Aber die haben wir nie, habe ich nie weiterverfolgt. Ob das erste Mal, dann... Ja, nicht schon. Aber macht ja nichts. Und immer noch mal auf das Echo draufdrücken, weil dann kriegst du nämlich noch mal 330 EP. Ja, es ist, dass es überhaupt weitergeht. Der ist nicht verstorben. Jahre sein Leichnam wartet auf. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Ja, die unbekannt. Das ist zu gefährlich. Mist, ich hab Faye's Funkgerät zu Hause vergessen. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist sehr interessant hier. Sehr ähnlich. Die Gitarrenspielerin, was haben wir denn hier? Details als Fundsache bitte zur 26.200 bringen. Hm? Hä? Was? Wo? Was? Bei dem Gitarrenkoffer. Ob es da irgendwas gibt? Auf der 26. Street 200. So. Ne, das wird nur. Weil hier die. Das ist ja die Heather Lau, die sollen wir ja finden. Aktueller Status infiziert. Trainer befindet sich in der Behandlung. Gut. Gehen wir mal zum nächsten. Würde ich sagen. Ja. Und zum nächsten. Ja, das geht doch. Vermisste Person geht doch weiter, 600 Meter. Ist doch schon automatisch ausgewählt. Ach so, okay. Da, 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 da. Ja, es sind mehrere Echos.
Mehrere Echo Fresh. Ach ja. Ach ja. Da rennen wir. Da rennen wir. Ist aber wirklich nur so ein bisschen schneller, ne? Wenn ihr normal läuft. Das ist echt. Wir drin um die Zeit. Crazy. Halt, hier drüben gibt's bestimmt wieder was. Ach ne, da drüben gibt's nichts drin. Was? Hallo? Boah. Warte mal, hier geht's hoch, ob's hier oben irgendwas gibt. Weißt du, was mich auch mal interessiert, wo die weiteren Dinger sind? Oh, ich bin gerade... Oh, du kletterst schneller als ich die Leiter hoch. Was ist mit dir los? Ja, du kannst auch schnell hoch, wenn du rennst. Ach so, okay. Genauso kannst du auch runterrutschen. Das ist ja Zauberei. Ach, das ist das, wo wir gerade waren. Nebenmission sein, denke ich mir mal. Ja, das ist die gleiche Mission. Ja. Wir waren nur schlecht bei Reden. Ja, du kannst auch wieder runterrutschen. Gehen wir wieder runter. L3 drückst. Wenn du L3 drückst, kannst du runterrutschen. Tatsächlich, ja, mega übel. Sehr cool. Ich mache mal kurz den Reifen kaputt. Du passt er auf, ne? Ich habe einen Reifen zum Platzen gebracht. Bam, bam, bam. Manu, da müsst ihr im Spiel öfters mal steuern. Das findet er immer voll cool. An den Reifen zu platzen lassen, das ist so geil. Gegner. Wo? Rechts, links, geradeaus, 12 Uhr. Morgen Abend. Ah, da. Oh. Was war da hingefallen? Oh, das ist ein Sniper. Achtung, wir werden visiert. Aber nichts mit Sniper. Haha. Er wollte uns dissen. Ja, er wollte gerade, dann habe ich ihn mit dem Sniper noch erwischt. Hast denn voll die Granate aus dem Gehirn gebombt, da? Das war Onkel, glaube ich. Die eine Granate, das war Onkel. Das war ich, ja. Dass der da Typ auf dem Auto liegt, oder was? Hast du ihn hingeballert? Das weiß ich nicht, ob der da aufs Auto geflogen ist. Ich glaube, laufen könnte der nicht mehr. Er hat sich ganz schön die Beine verrenkt. Ja, ich glaube auch, dass der sich da richtig zerfetzt hat. Mega geil. Das ist noch 0,3 Kilometer. Ja, das sind halt ein paar Meters, ne? Ist halt eine große Karte, ist aber auch gemacht so. Und das wird auch nicht langweilig, weil man hat immer irgendwie was Geiles zu tun. Und man sieht immer einen fröhlichen Nikolaus. Was? Ich habe was gehört. Nikolaus, lalalala. Hä? Was habt ihr? Irgendein Quatschen gehört. Hier, da drüben. Ich erfriere hier noch. Hier. Ah, unsere Gegner. Ist. Granate ist ready. Seid ihr bereit? Jupp, los. Der hat sich... Latsch. Ach, scheiße, daneben geschmissen. Macht nix. Granate. Boah. Boah, Brandgranate war das. Mega übel. Granate. Toll, dafür habe ich meine Granate geopfert. Wir haben ein neues Ziel. Ach, da ist ein Big Boss. Nebenmission. Ja, ich mache hier die Deckung. Geht in Deckung, ich habe die Deckung verbessert. Alter, das ist aber auch viel eigentlich Sau. Aber nur ganz kurz. Ich übermittle die Koordinaten. Du hast mich gerade weggeschubst. Ne, das macht nichts. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum? Oh, haben wir jetzt wieder eine andere Mission angenommen, oder was? Ja, das ist hier. Weil wir automatisch hier gelandet sind. Ja, wir gehen von der Nebenmission in die Nebenmission. Ach, wir haben wieder diese Dings packen, oder? Weil hier hinten jetzt wieder was anzeigt? Was ist das denn? Das noch untere ist praktisch die Nebenmission, die wir gerade haben. Und das obere, oben, ist die ist das Tusse, ja, die Lauf. Ach, Nachschublieferung wieder. Also müssen wir hier wieder. Ach, da müssen wir da hinrennen, sonst. Habt ihr echt Bock da drauf schon wieder? Wieso bringt der Bock mal? Man muss eben mal anfangen, eben. Echt Bock da drauf? Was ist das für eine blöde Frage? Ja, weil das ist jetzt erstmal wieder von unserem Kurs voll weit weg. Na und? Okay. Wo ist denn das? Verarschen? Da leuchtet was. Ist es da drüben? Falsch rumgelatscht.
Aber falsch, ich bin trotzdem ja, an, ja, ich bin trotzdem angekommen. Wenn ich den Quest hinterher renne, das ist, bin ich gleich mit falsch gerannt. Aber es macht nichts. Das ist crazy Krankheit. Achso, okay. Deswegen lässt er sich da auch so leicht auf die Schippe nehmen. Mhm. Sind tot, alles beruhigt, die Lage ist gecleant. Oh, grün. So, wo ist das nächste? Ach, ist wieder hier. Ja. Ach, hier drüben. Ah, jetzt. Geil, wie du da drüber gejumpt bist. Ich finde aber auch wirklich eine Bewegung geil. Mhm. Geil, wie du da rechts und oh, guck mal hier am Baum. Oh. Achtung, Knüppelfritz. Da kommt er. Boah, der Drecksack, der hat mich gedisst, boppt. Der hat dich gedisst. Was? Ja, der hat dich gedisst. Ja, der hat mich voll angetitscht und dann habt ihr ihn abgeknallt. Und, ja. Er hat dich gedisst, Mob. Alter, diese scheiß Blendgranaten, ey. Mhm. Oh, die scheiß verschwommene Sicht, die stört doch eigentlich gar nicht. Ja, doch. Irgendwie schon. Also, wenn du richtig drin bist, schon. Dann steht ja da auch, da steht ja da auch Zielen dann so ganz schlecht. Das nächste ist. Da. Direkt daneben. Ach, ja, wieder hier. Selbe. Ach so, ich dachte schon, wir müssen so weit auseinanderlaufen, aber wenn das so nah ist, ist das ja. Da schreit einer! Das ist dasselbe nochmal, Rivano. Ja. Das kommt immer wieder, das sind halt diese. Nein. Die Spawn. Ja, aber die werden uns wahrscheinlich noch ganz oft begegnen. Ja. Im Laufe des Games. Und ja. Alles mitnehmen. Da ist einer. Lauf, okay. Du Drecksack, ist vorbei. Er ist tot. Okay, das müssen wir langsam haben hier, oder? Jetzt kommen die Soldaten wieder und sagen, wir werden nicht angegriffen und dann werden wir wieder angegriffen, oder? Nee, ich glaube, kommt noch eins, oder? Sieht zumindest so aus, sonst wäre ich jetzt schon zu. Achso. Ja, hier. 21 Meter. Was ist das? Okay. Danke. Die Kacken. Der ist am Zaun abgekackt, wie geil. Was? Geh ich dir ab. Oh. Oh, hallo Agent. Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Ui, ein Rucksack. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Wie nett. Dick, dick. Die wollten, dass wir beißen. Ins Gras beißen. Wie geil. Oh, können wir jetzt dahin dackeln? Weil ich wieder irgendwo anders hingeguckt hast, deswegen fand ich das jetzt gerade wieder bescheiden von dir. Woanders hingeguckt? Weil man dich wieder nicht gehört hat. Was? Oh, du hast vom Mikrofon weggeguckt und man hat dich wieder nicht gehört. Ach so, okay. Ja, ich habe auf dem Monitor geguckt, die Uhr. Wozu? Nur so? Da hinten lang. Scheiß gekriegt. Ich hab auch was gekriegt, tatsächlich. Sieben Objekte. Ja, was? Sieben Objekte. Lebenspunkte, also. Alter. Sag. Nur hier Rucksack. Der Scheiße. Also, der Hyperventilationsrucksack, den wir haben, der wird sowieso nicht ersetzt. Der ist so gut. Nee, mein, den ich gekriegt hab, vorhin, der ist besser. Der hat zwar weniger Rüstung, aber mehr Schaden. Mehr Schaden, okay. Und einen Inventarplatz nochmal zusätzlich. Das ist natürlich cool. Das kann weg. Boah, jetzt will ich echt noch überlegen. Nee, ich nehme doch das. So. Wie weit seid ihr? Ja, ich bin so weit, dass wir ein paar schon wieder abschließen können.
Korrekte ja. Sache. Mal wieder. Alter. Schaffen wir es? Naja, nee. Besser zu laufen bringt nichts, ne? Dann laufen wir nächstes Mal weiter. Ist so geil, das Spiel. Aber die Zeit, die rennt auch wirklich hin bei dem Game, ne? Wie im Flug. Das ist Wahnsinn. Das macht so Spaß und zack ist der Part zu Ende. Ja, das ist normal, ne? Weil du ja die Laufwege hast und. Und beschäftigt bist. Ich glaube, der Crazy war dran, ne? Grazi, du warst dran. Wo seid ihr hin? Du warst dran. Ja, wir stehen doch hier. Ach so. Ja gut, dann würde ich sagen. Was? Was ist los? Der steht hier auf dem Auto rum, macht ja wieder einen auf Striptease oder ja, so, das, wer weiß. Ja, ich weiß, das fällt auch gar nicht auf, also da hast du vollkommen recht. Nee. Sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ja. Gut, machen wir Feierabend, bevor das wieder zu lang hier wird. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder im nächsten Part. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.